Ja gut, ich mach das jetzt noch schnell. Dann muss ich eh nicht so weit laufen. Also ich muss halt runter ins Becken laufen und gucken, ob dann der passende NPC da ist. Aber sonst geht's eigentlich. Ich könnte tatsächlich noch, wenn ich auflevel, noch zwei Punkte in Geschicklichkeit setzen. Das wäre tatsächlich keine schlechte Idee. Weil das Schwert skaliert quasi mit beiden ja, glaube ich, mal gleich. Und dann mache ich trotzdem mit Damage. Oder? Ja, C und E. Okay. Aber trotzdem will ich meine mein Geschick auf 20 bringen. Genau, die droppen eine blaue Droppe, glaube ich mal. Hey, da ist eine Leiter. Leute, interessant, das wusste ich gar nicht. Ich glaube, da klettern wir dann doch noch hoch. Oh ja. So, it is thou who rescueth me. Most gracious, I am deeply obliged. I am Dusk of Ulysseal. I cometh from an age long before thine. I cannot stay here for long. So, before I disappear, allow me to ask one thing. My home, Ulysseal, is the home of ancient sorceries. My hope is to pass this profound knowledge to thee with thine approval. Ja, okay. Would this be of assistance to thee? Ja. My heartfelt thanks. I am pleased beyond words. Then I shout. Engrave my signature. If thou art in need, pray summon me from my signature. Seems that my time is done. May the great flames guide thee. Ja, okay. Das war jetzt ein bisschen weird. Vor allem mit diesem Einritzen. Aber okay. Jetzt kann ich sie anscheinend irgendwo beschwören. Wenn ich sie brauche. Die Frage ist, wann brauche ich sie?
Seele. Okay. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich bin in diesem großen, in der Fläche, wo die Dingsdudes sind. Ah, ja. Wo die Wächter sind. Waren hier nicht die komischen Katzen eigentlich? Oder irre ich mich da jetzt? Oder waren hier die komischen Frösche? Sicher bin ich mir jetzt auch nicht ganz, wo ich da bin. Ah, ja, okay, ich bin da hinten. Wo die Pilzdudes sind. Und wo es das ist. Ja, okay. Dann port ich mich jetzt einfach mal weg. Heimkehrknochen. Jo. Und dann würde ich an der Stelle sagen, ich mache jetzt einfach einen kleinen Break. Ja, okay. Geht nach Arno Londo. Ich mache da einen kleinen Break und dann sehen wir uns einfach später wieder. Also, bis dann. So, jetzt bin ich wieder zurück. Erstmal wieder die Flasks auffüllen. Ja. Ich habe jetzt die beiden Videos hochgeladen. Ich denke mal, ich nehme jetzt einfach noch ein bisschen was auf. Natürlich. Habt ihr wieder ein paar Videos für demnächst. Wenn ihr euch wieder fragt, ich möchte jetzt eigentlich wieder weiter das machen, was ich eigentlich vorhatte. Und nicht wieder versehentlich in irgendwelche Gebiete zu gehen, in die ich eigentlich so nicht rein wollte. Jedes Mal dasselbe mit den zwei. Autsch. Das war jetzt ein richtiger Arno-Stab. Ja, okay. Ich höre schon auf damit. Wenn ich hier nur die ganze Zeit rumstalle. Das war jetzt volle Absicht. Ich muss ja irgendwie das Entertainment-Level high halten, wenn ich die jetzt einfach nur weghau. Lol. Eigentlich wollte ich nur die Seelen haben von denen. Gott, komm mal her, Dude. Dude. Hat er mich in den anderen reingehauen. Jetzt wird es wieder wesentlich schwieriger. What the fuck? Entweder sind die jetzt so zu gut geworden oder ich bin zu scheiße dafür. Ich glaube mal eher letzteres. Ich habe schon 2 Minuten verschwendet, indem ich einfach nur 2-mal gestorben bin an den Riesendudes.
Wenn die mich killen, bevor ich meine Seelen aufsammle, dann ragequit ich, sag's euch. Aber was ich euch eigentlich erzählen wollte, und zwar, ich habe vorhin, dachte mir, okay, als ich noch gegessen habe, guck ich YouTube-Videos. Dann habe ich das neue Video von Theo angeguckt. Und Theo, der verwertet immer ab und zu mal die krassen Memes, wer ihn kennt. Und da kam ein Meme drin vor, das ich nicht kannte. Und das irgendwie so, naja, ich weiß nicht. Es kam schon, war schon ein bisschen random. Und zwar, das war auf einmal so ein Gothic 2 Meme, das ich nicht kannte. Und normalerweise erkennt man eigentlich von den Games, in die man richtig gut drin ist, eigentlich alle Memes. Dann google ich das nach. Das war hier, bleib mal ruhig, ist meine Wurst, Bruder. Und no joke, es gibt fucking Gothic 2 Hip-Hop. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie das aussehen soll, da hat jemand einfach die Lines genommen, hat einfach so ein Beat genommen und hat dann einfach diese Textsachen, wie zum Beispiel, bleib mal ruhig. Oder, komm mal runter, Bruder. So eben so die einzelnen Sachen natürlich wieder zusammengeschnitten, wie so ein typisches YouTube-Kacke-Video. Und hat einfach daraus, und das hört sich gar nicht mal schlecht an. Das ist jetzt die Sache, so, bleib mal ruhig. Ist meine Wurst, Bruder. Vor allem dieses, okay, dieses ist meine Wurst, kenne ich. Noch von diesem Paladin aus dem Minental. Wer kennt ihn nicht? Der essen möchte. Und. Aber dieses Bruder, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich weiß nicht, ob der jemals Bruder sagt in dem Game. Aber ich wusste auch nicht, dass Aang in Avatar einfach mal mittels drin einfach mal Digger sagt, also. Und ist das wirklich so? Oh, der Kanalisierer-Dude ist wieder da. Despawnt der nicht? Normalerweise sollte der eigentlich despawnen. Wenn er einmal stirbt. Aber gut, das könnte auch hier am Gebiet liegen. Ja, moin. Ja, okay, der Dude war ziemlich hochgepumpt. Ich gehe einfach noch in den. Einfach nur. Ach, müsste ich in dem Leuchtfeuer ich rasten sollen. Muss ich wieder an den Dudes vorbei. Diesmal kill ich die einen beiden aber nicht. Jetzt müssen wir ganz schön viel laufen. Also auf einer Seite gehe ich natürlich zurück wegen den Seelen und auf der anderen Seite wegen den Vermenschlichkeit. Das ist alles so Zeug, was ich nicht wasten möchte. Vor allem, da ich noch ein paar Leuchtfeuer zum Aufstufen habe.
wenn die Kohlensäure ballert. Ich muss mal gucken, dass ich mir neue solche Ringe hole. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die nochmal herbekommen habe. Also diese normalen Opferringe. Und die Fluchringe, die hebe ich mir wenn dann schon auf. Aber ich habe halt das mal letzte, also. Zerstörter Anhänger. Yeah. Jetzt gehen wir einfach ganz gemütlich wieder runter. Leveln einmal auf. Ich werde mal überlegen, ob ich jetzt meine ganze Menschlichkeit nicht. Nee, ich glaube, die verbrauche ich jetzt noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich das in der gemalten Welt auch. Naja, wobei, brauche ich eigentlich nicht, wenn ich da von einem anderen Bonfire dann einfach hinkomme. Oh, nice. Habe ich die Katakomben schon aufgestuft? Das weiß ich gar nicht. Können wir das schaffen? Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Gemeinde der Untoten. Das ist nochmal die große Frage. Wo will ich eigentlich hin? Diese magische Glut, solltet ihr fragen, die ich ja beim letzten Mal nicht an André geben konnte, weil das sowas nicht benutzen kann. Die müssen wir an diesen, ich glaube, wie heißt der Orbeck von Windheim oder so? Ich weiß nicht, ob wir den schon getroffen haben. Das ist dann in der Nähe von Neulondo, dieser Schmied, der sich da eingesperrt hat, damit er nicht stirbt. Finde ich auch lustig. Jetzt sind sie vom Fluch befallen, sperren sich aber ein. Ich wollte dich nicht aufleveln. Das ist eine gute Frage eigentlich. Dann sperren sie sich, auf jeden Fall dann sperren sie sich ein, um nicht vom Fluch befallen zu. Sind vom Fluch befallen, werden aber am Ende dann trotzdem zur Hülle. Obwohl sie nicht sterben. Weil ich glaube, wenn sie die ganze nur vor sich hin siechen, dann werden sie auch irgendwann wahnsinnig und dann ist es eh egal. Kommt aufs Gleiche hinaus. Und ich habe nochmal nachgeguckt, man kriegt tatsächlich, wenn man diesen Crestfallen Warrior, also der Dude am Anfang, der dann später Richtung Neulondo geht und stirbt, wenn man den killt, dann kriegt man von ihm nur 1000 Seelen. Und keine Menschlichkeit. Ich dachte immer, der würde einem richtig mit viel Menschlichkeit geben, aber dann war das ein anderer Charakter. Ich weiß auch gar nicht mehr, haben wir eigentlich den Farolund Guy gekillt? Den Kleriker Boy?
halt gucken, ob wir da nicht irgendwie mit der Waffe war das Zeug. Schade, dass wir Fremd nicht mehr haben. Wo ist denn die ganzen Shit, die wir da haben, eigentlich alles in Fremd reinschmeißen? Wenn ich Talisman hier nicht mit runter? Ah, mein Talisman. Ja, okay, wir haben ihn gekillt. Stimmt, dann habe ich das Mysterium aufgelöst, wo die Klerikerin hin ist. Und dann falle ich einfach runter und dann bin ich da. Und der Ring geht kaputt. Ist ja ein bisschen rund. Ah ja.